Beim Krav Maga lernt ihr, in echten Kämpfen zu überleben. Das schafft ihr nur, wenn ihr auch lernt, Schläge einzustecken und euch trotzdem zu wehren und Vollgas zu geben. Wie wir das machen, zeigen wir euch heute. Fresh, ich bin Jochen von Krav Maga. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr mit jemandem kämpft, dann werdet ihr auch einstecken. Diese Tatsache und die Tatsache, dass euer Gegner auch in Bewegung ist, bedeuten, dass wir nicht nur Techniken zeigen können oder Pratzentraining machen können, sondern dass wir auch mit sich bewegenden Gegnern arbeiten müssen, die auf euch einschlagen. Ja, am besten ihr vermeidet eine Selbstverteidigungssituation, indem ihr zuerst zuschlagt oder euch entzieht, flieht, ja, ablenkt, abhaut oder euch bewaffnet, droht und die Sache so beendet, aber es kann natürlich sein, dass ihr nicht schnell genug seid und die Fäuste fliegen. Wer noch nichts abbekommen hat, der kann auch nicht kämpfen. Gleichzeitig können wir aber auch nicht sagen, wer Sparring macht, kann automatisch Selbstverteidigung, denn da gibt es auch erhebliche Diskrepanzen. Deswegen zeigen wir euch die Drills, die wir machen, die haben zu tun mit Abhärtung, aber dann vor allen Dingen auch mit der Anwendung von Selbstverteidigungstechniken unter Druck und mit Gegenwehr. Also viel Spaß! Genau, also die erste Übung, die wir euch zeigen, ist eine reine Abhärtungsübung. Ne? Da werden wir ein bisschen statisch arbeiten, aber es geht ja beim Kämpfen auch darum, was abzubekommen. Und was dann einfach cool ist, wir arbeiten mal einfach mit einem Low-Kick. Ja, eine Abhärtungsübung wie im Thai-Boxen. Ich mache einen Low-Kick auf Oberschenkel, der bei mir. Und boom, zack, immer schön, Arm bleibt oben, boom, und nochmal, boom, und nochmal. Komm, komm, ein bisschen härter machen. Ja, komm, komm. Ja, stark. Also, die Übung ist schon mal ganz hilfreich, da könnt ihr ein bisschen damit umgehen. Man gewöhnt sich wirklich dran, finde ich. Wird da auch härter, auch wenn wir auf der Straße ja nicht 1000 Low-Kicks abfeuern wollen. Das ist einfach eine reine Übung. Ähnlich verhält sich das mit, wir machen Low-Kick und dann zwei Arme. Das heißt, ich boxe zweimal den Bauch. Low-Kick, boom, ja, und dann, boom, und zack, zack. Habt ihr gesehen? So, Achtung. Klar ist auch, abgesehen von der Konstellation Low-Kick und dann zwei Arme, könnte man auch andersrum machen, dass man sozusagen die Arme öffnet, um die Dinger zu kassieren. Ja, wir hauen nicht in Solar Plexus, wir gucken, dass wir schön Bauch treffen, boom! Und gebt so viel Gas, wie euer Partner es akzeptiert, aber es ist geil, ein bisschen Abhärtung zu machen, weil wenn ihr auf der Straße seid, kriegt ihr auch was ab, und ihr müsst damit lernen, um es zu tun. Wir machen nochmal, zack, 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 und los. Komm, ja, stark, komm! Boom, komm! Fehlen auch ansonsten. Was wir euch noch zeigen, ist eine Übung, zwei Arme und zwei Backpfeifen. Und da ist die Idee, ne, wir Bauch haben wir gezeigt und wir hauen dann leichte Schellen. Das heißt, wir achten darauf, dass wir nicht aufs Ohr hauen, ist klar. Und es geht jetzt nicht in volle Wucht. Guckt ein bisschen, was euer Partner ab kann, aber wichtig ist dabei auch, ihr kriegt das Ding und guckt dann weiter in die Richtung. Ja? Das heißt, 1, 2, 3, 4. Und jetzt bin ich. Genau. Ich mache die Deckung auf und kassiere sie, aber ich halte den Blick. Ja, also das sollen wir die Schelle machen. Wende ich mich nicht ab, mach die Augen nicht zu. Mach nochmal. Komm. Habt ihr gesehen? Könnt ihr stundenlang machen, das ist eine geile Übung. Und wir zeigen euch jetzt ein paar schöne Drills, die wir mit an der Wand machen. Diese Übung an der Wand ist hilfreich, weil sowieso Selbstverteidigung an der Wand ist auch ganz geil. Ich mache wieder eine Abhärtungsübung und boxe in seinen Bauch. Achtung, ich trainiere nicht anzugreifen, indem ich in den Bauch boxe, hoffentlich klar. Es geht wirklich nur um den Abhärtungseffekt. Ne? Richtig schön, boom, richtig raus aus der Bewegung. Er schützt seine Birne, wie immer. Und was er machen ist, es gibt ein Signal, das gebe ich in dem Fall. Und dann wird er einen Speer machen, um mich anzugreifen. Speer und richtig schön an die Wand. Und jetzt sieht der Drill wie folgt aus. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt kriege ich die Signal. Und wir starten gleich mit dem Dreh, fertig. Und go, komm, ein bisschen härter. Härter, komm, härter, härter, härter. 3, 2, 1. Und jetzt, komm, komm. 4, 3, 2, 1. Und go, komm. Und arbeite weiter und ich schütze meinen Kopf. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Jetzt der nächste Drill, auch wieder verwandt mit dem Ding, es geht auf den Kopf. Was wir machen ist, wir lösen uns von dem Kugelhabel, den wir in den Clinch nehmen, Knie reinjagen, öffnen
und dann volle Kanne reinhauen und dann abhauen. Der dritte ist jetzt ist eine Abhärtung, ist aber auch schon ein Technikteil. Ja, ihr macht es mit Nick, die Arme sind oben fertig und komm! Komm, komm und break! Break! Ja, stark, stark. Also wichtig ist, das ist ja jetzt kein Sparring, sondern es ist wirklich ein Ausschnitt, den wir einfach mit einer besonderen Intensität trainieren und eine Barschlägerei, das ist einfach konfus und wild und close distance. Das heißt, ich mache hier schön den Helm, genau, was heißt das? Genau, also mein Helm, Kopf ist geschützt, oder crazy man, ich habe ja schon beschrieben, dann geht noch, ich gehe richtig schön mit den Armen nach oben und ich bleibe auch dabei, wenn ich einen Bock bekomme, den esse ich, das scheiß drauf, ne? Ich kann mich nicht auf jedes konzentrieren, ich bleibe bei meiner Birne. Und die Idee ist, der Trainer gibt ein Signal, ich gehe in den Clinch, das ist ja meine Befreiung, ich bin nicht aus der Box, ich boxe also nicht mit, sondern ich schnappe mir die Birne, kommt das Knie rein, das täuschen wir nur an, dann öffne ich und dann in dem Fall, er hat einen Palmstrike gemacht, Hammer ist cool, wir gehen es nicht mal durch, wo man ganz langsam noch rein muss, ganz easy, genau, ist okay, zack, zack, dann kommt der Play, Fleck, genau, und ich habe den Clinch. Ja, und jetzt kommt schon, boom, unten das Knie rein, ich öffne wieder was. Jetzt kommt, Achtung, hier der Hammer hoch, genau, mach das, und dann boom, 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 und dann richtig rauf, wegschubsen und ab nach Hause. Immer den Dreh bis zum Ende machen, wir trainieren das nochmal, ballern jetzt noch ein paar Dinger rein. Im Prinzip ist das auch, selbst wenn die Bombe von da kommt und ich hier bin, ist immer noch besser, als wenn ich den Arm nicht oben habe, ne? Muss ja nicht perfekt sitzen. Mir geht es nur darum, ich schubse meinen Kopf, bin eigentlich sofort raus, in dem Fall sagt aber erst der Trainer, wann Break ist. Ich rufe den Break trotzdem, ich bleib an der Wand, und du kannst losgehen. Bitte. Komm, 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 und die Dinge. Habt ihr gesehen, wir gucken uns das technisch mal an. Und zwar, kommen wir ruhig rein. So, was ich nochmal zeigen möchte, ist die Technik. Natürlich ist, schlag mal damit einen Cross, also einen Jab meine ich, Entschuldigung, wenn ich den so wegwische, ne, oder raufgehe, oder abtauche. Das ist natürlich viel geiler, als ihn abzubekommen. Ist besser, als ihn abzubekommen. Ne? Mit so einem Helm, mach mal eine volle Kanne hier, ja, da kriege ich viel Wucht ab. Deswegen versuchen wir auch eigentlich, machen wir nochmal. Nochmal. Genau, ich gehe ein bisschen entgegen, ja, oder ich gehe ein bisschen weg, oder mach nochmal und wieder raus. Ja? Wenn ich das schaffe, ist ja super geil. Die Idee ist einfach, der Typ bedrängt mich in der Bar, er ist hier, so und plötzlich geht's los und dann scheiß auf Technik, egal ob er 20 Jahre boxt, der haut irgendwie volle Kanne zu. Sieht man in der Selbstverteidigung immer wieder. Und meine Idee ist, ich schütze nur den Kopf. Ja, ich weiß, es ist sehr reduziert, aber wir wollen ja in einer schwierigen Situation schnell agieren können. Hicks nur, wenn ich 5 Optionen habe, brauche ich viel zu lange zu entscheiden. Ich mache nur den Kopf dicht. Boom! Und mit alle. Das heißt wirklich, ich mache einfach zack, zack, zack zu und gehe dann in die Gegenwehr. Und wenn er gut boxt, will ich nicht mit ihm boxen. Das ist ja die Idee von Krav Maga. Ne? Ich kann, wenn wir jetzt Sparring machen, komme ich total, bleib mal gut, komme ich total schwer in den Clinch rein. Ne? Wenn ich jetzt unbedingt dahin bin und er will das nicht, dann hält er mich auf Distanz. Aber in der Barschlägerei, wenn der in Rage ist und mich verletzen möchte, dann geht es einfach nur darum, boah, ich gehe rein und jetzt kann er mich schon lange nicht mehr so schlagen. Und dann kommt gleich hier, boom, das Knie unten rein, ich öffne das Ding und jetzt, boom, kommt der Hammer, Ellbogen und so weiter und über nichts da sein. Also die Idee ist einfach, ne, es ist nicht fein und technisch, es ist quick and dirty und es ist das, was ihr am ehesten abrufen könnt, wer die Scheiße am Dampfen ist. Okay, wir gehen jetzt einfach noch eine Stufe höher. Wie gesagt, es ist kein freies Sparring, das ist ein abgeskriptetes Ding. Ich schütze meinen Kopf, er haut ordentlich zu. Abhärtung ist ein Aspekt dieser Übung. Ich breche aber dann aus. Ich will hier nicht alt werden, ich warte auch nicht auf den Trainer. Ich jage ihm mein Knie rauf, Hammer und das übliche Programm. Wir geben immer irgendwie 40% bei der Gegenwehr. Mir kommt es darauf an, die Dinger mal zu kassieren und trotzdem aktiv im Kampfgeschehen drin zu bleiben. Nicht zu sagen, oh, jetzt kriege ich einen Treffer, weil wir haben es gerade gesagt, wenn du in der Schlägerei bist und ein Ding dir erfängst und sowas nicht gewohnt bist, dann hörst du vielleicht total auf zu kämpfen, weil dann weißt du gar nicht, was Sache ist. Und das ist einfach richtig scheiße. Das wollen wir nicht, wir arbeiten dran. Am Start? Am Start. Okay. Und komm! Und wir waren aus der Situation, ich warte nicht, bis der Kollege aufsteht, sondern ab nach Hause in die Badewanne. Nein.
jetzt mal den Abbinder, wir machen das dicht. Uns ist einfach nochmal wichtig, ihr müsst bei Krav Maga schon körperlich arbeiten. Ja, es geht nicht darum, dass wir hier nur im leeren Raum Pratzentraining machen und Technik und Griffe zeigen. Ihr braucht Gegenwehr. Gleichzeitig machen wir aber nicht nur Sparring, weil das ja eine Boxsimulation ist. Ich will ja raus aus der Situation, wenn man Ellbogen einsetzt und so weiter. Meine Empfehlung ist, sucht euch einen coolen Sparringspartner, wie ich heute hatte, extra aus Spanien hergeflogen, Barcelona. halbes Jahr hast du bei mir trainiert, oder? Ja, halbes Jahr hier in Berlin. Habt ihr gesehen hoffentlich, was bei rauskommt. Für euch ein schönes Wochenende, viel Spaß bei der nächsten Folge. Bleibt fresh, bleibt entspannt und macht Krav Maga. Hasta luego. Und man kommt richtig Bomben rausdonnern. Ich mag das Gefühl, wenn es scheppert.